Gut. Oh, sogar Controller Support, nice Sache. Ja, das ist Superflight. Ist vor nicht allzu langer Zeit auf Steam rausgekommen. Und sah von dem, was man da macht, relativ schnucklig aus. Ich werde jetzt einfach... Achso. Ich werde jetzt einfach mal gucken. Man ist einfach hier Mr. Flappy Dude. Und man kriegt Punkte dafür, wenn man besonders nah an einem Berg vorbeifliegt. Get points. Fly close to walls. Fly holes, get more points. Got it. Okay. Und das Spiel sah einfach an sich mega aus. Ich meine, es sieht generell. Basically, wenn man überlegt, dass es mit Unity gemacht ist, echt awesome shit. Und dann, ich glaube, es hat noch nicht mal einen wirklichen Sinn, dieses Spiel. Außer die Tatsache, it smells nice. Nani? Moin, X-Gamer. Und vielen Dank für die Bits. Es sieht echt aus ein bisschen wie Pilot Wings, nur in radikaler. Und ohne schreiende Menschen. Ja, ich breche mir jedes Mal aber eher das Gesicht. Wenn ich einfach nur versuche, cool... Ich muss mal erstmal in die Steuerung... Alter, okay, gut, wir fliegen mal woanders hin. Wir fliegen einfach mal straight down. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ist ein bisschen... Ihr habt so das Gefühl, es ist wie hier... gibt es in Just Cause nicht auch so ein... So ein hier Dingse? Boah, times two. Fuck. Ich habe immer das Gefühl... Warte mal, kann man die Steuerung... Maps? Create Map? Okay. Mal die Sensitivity mal ein bisschen hoch. Ah, okay. Nani? Wow, danke für die Win. Ich muss mal jetzt echt gucken. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. Es ist nicht so einfach, wie es aussieht, aber es sieht awesome aus. Boah, oh, straight. Straight. Boah. Das sah awesome aus. Okay, ich kann auch nicht... Warum? Es gibt ein Arsch voll Achievements. Also nicht mal ein Arsch voll, aber es gibt einiges davon. Close call. Das sehe ich auch so. Das Spiel sieht echt Bombe aus, muss man ja mal sagen. Aber man ist sehr schnell, sehr schnell. Mal gucken, was kann man denn hier noch machen? Was sind diese komischen... Oh. The cake was a lie ist ein Achievement gewesen. Das sind also Portale. Meine Güte, kann ich mich irgendwie zusammenfalten? All diese Portale. Ich frage mich ja, wie viele Welten das hier gibt. Das wäre so cool geworden, ne? Und Napnap heute, kann man ja mal, ne? Könnte man in Erwägung ziehen. Oh, nice. Ja, geil, meine Kinnlade knallt einfach gegen den Canyon. Da wollte ich schon wieder cooler sein, als ich eigentlich bin. Das Spiel sieht echt nice aus. Jesus. Und dadurch. Oh, fuck. Das war so cool gewesen. Ja, das ist schwieriger, als es aussieht. It's harder than it looks. Oh fuck, ich dachte, ich könnte so stylisch in das Portal reinkrachen. Einfach nur... Es ist im Grunde wie dieses eine andere Spiel, wo du einfach nur fallen musst. Das heißt, glaube ich, irgendwie... Ah! Oder so. Ist auch nicht schlecht gewesen. Habe ich, glaube ich, auch mal gespielt eine Zeit lang. War ganz funny.
Oh fuck. Weil man ist wirklich, ist so ein Gleitsuit. Das ist, ne, du kannst nicht einfach wahllos irgendwo hinfliegen. Du hast keine Düse im Po. So funktioniert das nicht. Ich verleide jetzt Portal. Ich wollte doch nur hier weg. Oh fuck. Da gab es keinen Weg raus. Boah, das Spiel sieht aber. Alter, ja, das ist. Ach, komm mal, ne? Jetzt ist aber, ne? Da hast du dich jetzt aber angestellt. Komm. Mal weg hier. Wow. Creative Canyon. Alter. Dafür gab es jetzt nichts Bonusmäßiges? Okay, fine then. Fuck you. Scheißbaum. Blöder Scheißbaum. Tsching. Ey, dieser Kassensound, ey. Der triggert ja schon so ein bisschen. Ach, das war jetzt wieder knapp für dich. Ja gut, wenn du das sagst. Wow. Wow, this looks awesome. Vor allem, ich weiß nicht wieso, aber irgendwie erinnert mich hier diese Figur, die man steuert, an hier diese. An diese Figur aus Journey. Deswegen, ich weiß, es ist irgendwie. Es gibt nur keine Musik. Eigentlich müsste man da mal. Oh fuck. Red Canyon. Wo einfach nur Säulen in der Luft sind. Spicy. Yeah. Und weiterreisen. Alter, ja, dieser Kassensound, der triggert mich echt so ein bisschen. Ka-ching, 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 ka-ching. Wow. Come and fly with me, let's fly away. Weißt du, wenn du keine über großen Risikomanöver machst? Oh fuck. Huh, spicy. Das ist am spicy Sight gewesen. Uhu. Alter Verwalter. Gucken, hat die Welt auch irgendwo ein Ende? Wow, nö, Blackout. Einfach nur Zoom and weg. Flutsch und weg, könnte man sagen. Oh, straight ins Portal. Pass auf, watch this. Expert. Ey, ich krieg hier gerade die ganzen Achievements hinterhergeworfen. Ja, das versuche ich mal nicht. Ich habe gerade so einen guten Run. Ich habe gerade so den Dreh raus. Zumindest so lange, bis mich ein Baum auffällt oder sowas. Oh fuck. Oh, jetzt gehe ich schon wieder nach Risky Town. Risky Business. Und Blackout. Es sei denn, irgendwann ist Boden, dann kannst du einfach nur klatsch. Wow. Das ist echt eine abstrakte Welt, in der wir hier leben. Und ich meine, das Spiel hat auch nicht viel gekostet. Ich glaube, irgendwie nur 2-3 Euro auf Steam. Also richtig günstig. Ich meine, klar, es ist noch nicht viel drin, ne? Aber heißt ja nicht, dass das immer so ist. Oh, fuck! Shit! Ich hatte so viele Punkte. Oh, Mann. Moment. Sekunde mal.
Ich habe das 2,99 auf Steam. Okay, Moment. Much better. Birdman-Musik. Denn nur im Birdman-Modus bist du wirklich frei. Nur im Birdman-Modus fliegst du durch Portale. Das Spiel, die Musik ist, by the way, zu laut. Sekunde. Es ist nicht Birdmanig genug. Heute... An diesem wunderschönen Samstagmorgen heiße ich euch herzlich willkommen zu Birdman, das Spiel. Made by Weehawk. Das stimmt nicht. Weehawk hat das nicht gemacht. Rüdiger könnte so etwas nicht. Rüdiger hat für sowas keine Zeit. Rüdiger ist nicht Birdman genug für sowas. Huch, wer hat das denn hier liegen lassen? Muss wohl dir gehören. Danke, Kava, für die 10€ Spende. Und way to break the mood, by the way. Und somit auch heiße ich... Alle willkommen, die nicht, die in der Lage sind, hochzuziehen. Euch allen einen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt schon gefrühstückt. Tasse Tee oder Kaffee bei euch, die euch durch den Morgen hilft. Nichts ist besser als eine Tasse. Es sind Tassen, Shadow. Tassen! Nicht Kassen. Trigger. Oh. Oh, Nintendo will sue me. Es fühlt sich unglaublich geil an. Ich kann euch wirklich nur empfehlen. Das Spiel kostet 2 oder 3 Euro, also 2,99 auf Steam. Und für das, was es ist echt ein geiles Erlebnis. Wenn man nicht einfach so plump irgendwo hinklatschen würde. Mal klar, am Ende des Tages ist hier nicht viel, was du hast. Es ist nicht viel, was man hier hat an Spiel, aber das, was man hat, ist ein echt schönes Erlebnis. Jetzt will ich einfach nur cool sein, fuck this. Im Birdman-Modus kann man nämlich cool sein. Wo sagen bin ich jetzt hier nicht hier... Oh, Portal! Ich dachte, ich hab's verfehlt. Warum, Portale geben ja auch Punkte. Alter. Das wäre natürlich cool gewesen. Ach, come on. Nee, komm. Nö. Nö, das kriege ich hin. Da komme ich durch. Ja, richtig. Flapp einfach mit dem Rücken dagegen, ne? Das Game heißt Superflight. Ist eigentlich ein kleines Game auf Steam und, ne? Es ist der Inbegriff des Birdman-Modus. Jetzt will ich das aber auch schaffen. Fuck this. Yes, so close, so awesome. Pathfinder, aha. Alter, das ist so, es ist so unglaublich cool einfach, ne? Zusammen mit dieser Mucke. Ohne Scheiß, also... Hätte Weehawk nicht so einen schlechten Einfluss auf mich, hätte ich das, ne... Es gibt in der Regel keine Musik in diesem Spiel. Nein, heute gibt es kein Thema. Ich hatte ein paar Ideen, aber nicht die Zeit, das umzusetzen. Beziehungsweise meine Hauptidee wäre gewesen GameCube Games. Das Problem ist, es gibt zu wenig GameCube Games, wo ich noch nicht wirklich gemacht habe, wo man tatsächlich mal ein bisschen Zeit mit verbringen könnte. Ich meine, ich hätte Ideen gehabt, wie zum Beispiel... Fuck. Beautiful Joe zum Beispiel.
Habe ich mal angespielt, aber nie wirklich weit. Because it's fucking hard. Aber auch irgendwo ziemlich stylisch. Aber sonst hätte ich nicht viel gehabt für GameCube, womit man 12 Stunden füllen könnte. Von daher hätte ich da jetzt irgendwie nochmal was, hätte ich mich dabei Rebuy mal ein bisschen umgucken müssen. Ob es da noch irgendwie was gibt, was sich lohnt, was tatsächlich gut ist. Und bis das denn angekommen wäre, wäre es leider schon zu spät gewesen. Von dem her nach, yes. Aber ich habe auch das Gefühl, man wird immer konstant schneller, obwohl du dich nicht nach unten bewegst. Diese Musik, ne, die macht das Ganze echt, ne? Die macht da echt ein Event draus. Die Leute von Superflight sollten mal fragen, ob die die Pilot Wings Mucke benutzen dürfen. Nur die Birdman Musik, nothing more. I missed the portal. ja, Render hier. Random Guy Username Metal Arms Glitch in the System. Hat man mir ja vorgeschlagen. Ich weiß nicht, warst das sogar du? Auf Twitch, Twitter. Und, ja, ich hab das leider nicht, deswegen. Ich hätte mir es also erst irgendwie besorgen müssen. Ich habe ja kein Problem für 12-Stunden-Streams mir irgendwie Games zu besorgen. Hat sich ja schon mehr als nur ausgezahlt, das eine Mal. Also beim letzten PlayStation 2-Stream. Oh fuck. Da war Ende. Nee, aber... like no shit. Also das ist echt ein gechillter Anfang in den Stream. Muss ja mal ganz ehrlich sagen. Und Sachen, die ich auf jeden Fall heute zocken wollte, waren Pirate Warriors 3. Möchte ich mal wieder ein bisschen spielen. Das habe ich seit Ewigkeiten jetzt ja nicht mehr gemacht. Dann möchte ich heute mal Let It Die anspielen. Auf PS4 auch. Von daher, also unsere PlayStation 4 wird heute noch mal ein bisschen in Benutzung kommen. Dann, was ich halt noch als Idee hatte, aber auch leider nicht umsetzen konnte. Ich hätte auch gern einen Super Mario oder generell so einen ROM-Hack-Tag gemacht. Aber da hätte ich mehr Präparationszeit für gebraucht. Einfach zu gucken, ob die ganzen ROMs laufen, ob die funktionieren überhaupt. Oh, come on. Big Chili, einfach den Hashtag ShoshUnity. Einfach schreiben, also auf Twitter ShoshUnity, und dann schauen wir zwischen den Spielen da immer mal rein, ob da was ist, was wir gerade, was machbar ist. Sonst habe ich, wie gesagt, schon so ein paar Games, wie gesagt, die ich selber halt auch mal wieder machen möchte. Wie gesagt, hier Superflight war zum Beispiel eins davon, weil das habe ich gesehen und ich habe mir gedacht, gut, das sollte interessant sein. Bumper, nee, das habe ich, davon habe ich noch nicht gehört. Das ist mir kein Begriff. Yeah! Achso, ich wollte gerade sagen, man kriegt doch nicht für Portale? Na gut, also, ja. This game is... ne? Es hat so eine leicht hypnotisierende Wirkung. Muss man ja sagen, so dieses... Vogelfreie... Mein Highscore ist 31.000. Ich bin... Alter, ist das eine Rangliste? Ich bin ja mega low auf der Rangliste. Mein Gott, bin ich ein Schlappi. Da kann auch der Birdman-Modus nicht viel machen. Da kann mir auch der Birdman nicht retten. Rüdiger Senpai ist enttäuscht. Ich habe versagt, Rüdiger Senpai. Rüdiger Senpai. Ich muss echt aufhören, ihn so zu nennen. Ja, aber generell den Hashtag ShoshUnity könnt ihr gerne immer dann benutzen, wenn ihr irgendwas zum Stream sagen wollt, was jetzt nicht unbedingt in den Chat passt. Oder
das wäre so fucking cool gewesen, ne? Ahead in Time habe ich mal angesehen. Also nur mal einen Trailer gesehen und ein bisschen Gameplay. Muss ich sagen, sieht nice aus, aber ich weiß nicht, ich glaube, ich bin da, vielleicht bin ich auch der Einzige mit dieser Meinung, dass man da, dass da noch ein bisschen Development hätte drin sein müssen, was sieht an einigen Stellen echt choppy aus. Wow! Okay, da hat sich die Kamera gesagt, ich erhänge mich mal. Wäre dieser eine Absatz nicht gewesen, ne? Au. Oh, ich will hier raus. Die Map hier ist doof. Was war das denn? Alter, mein Flügel hat die Seite berührt und ist disintegrated. Es hat einfach den Körper samt Gleiter vaporisiert. Alter. Der Kopf ist geblieben. Weil das sah gerade echt fucked up aus. Oh, come on. Das wäre so cool gewesen. Karten. Ich weiß, es ist eigentlich immer wieder das, dieselbe Karte, nur halt anders designt. Nein, Lives. Ich habe mehr als 9 Leben, glaube ich, mittlerweile verbraucht. Man kann sich leider auch nicht so viel drehen, wie ich mir manchmal wünsche. Und dann Sachen, die in meinem Kopf cool aussehen, tun dann eigentlich nur weh. Boah. Hätte ich das Ding verfehlt, ne? Das wäre ein schmerzhafter Tag geworden. What? Aiming! Yeah. Yeah. Oh, fuck. Wenn du merkst, dass es auf einmal nicht weitergeht. Hätte ich mal gefragt, ob du singst. Ich hab mal nachgeguckt, was das ist, aber ich konnte damit nichts anfangen, wenn ich ehrlich bin. Sei jetzt, ich konnte es jetzt nicht unterordnen, sagen wir es mal so. Oh, fuck. Rüdiger Senpai. Hashtag Rüdiger Senpai at WeHawkLP. Und irgendwann fragt sich der Dude, Alter, warum nennen mich alle Rüdiger Senpai? Also dieser Spasti schon wieder mit mir angestellt. Wow. Das Schlimme ist diese fucking Birdman-Musik, ne? Ich hab das Portal verfehlt. Mann. Ich wurde schon wieder vaporisiert durch einen Baum. Portal, Portal, Portal. Wow. What's this? What's this? There's mountains everywhere. Fuck. Ja eben, ihr könnt trotzdem hier jetzt auch im Chat Sachen posten. Ich werde höchstwahrscheinlich... im Chat ist immer so, ich kann ja nicht die ganze Zeit auf den Chat gucken. Und wenn wir das halt über einen Hashtag laufen lassen auf Twitter, kann man immer so während des Spielewechsels mal nachgucken. So ganz in Ruhe, ganz gechillt. Nice Sache. Ja, das ist Birdman, das Spiel. Eigentlich müsste das WeHawks absolutes Lieblingsgame sein. Das müsste eigentlich WeHawks Game of the Year sein. Oh, come on, wirklich?
meine, der müsste einfach nur, ne, die Musik, wie ich im Hintergrund abspielen und, ne, der Rest, Profit. Da ist doch was. Vor allem, ich weiß nicht, ich glaube, ich suche hier auch eher noch nach einem Sinn. Einem Sinn, den es nicht gibt. Aber dann kommen wir wieder zu der Diskussion, sind Videospiele Kunst? Und ich denke mir, das war awesome, wenn es funktioniert hätte. Genau das denke ich mir. Das ist halt das Problem. Ich schätze mal, die ganzen Maps sind so ein bisschen random generated. Oder tatsächlich von Leuten gemacht. Weil ich habe ja gesehen, es gibt irgendwie die Möglichkeit, eigene Maps zu generieren. Von daher würde mich nicht wundern, wenn das hier alles hier user-generierte Maps sind. Ich wüsste zwar nicht, wie das funktioniert, aber cool vorstellen darf man sich das ja wohl noch. Oh, come on, das wäre cool geworden. Ja, es ist so mein Schatzsucherinstinkt, der ist immer da. Der ist der geht mir immer auf den Sack. Der denkt sich immer, hi. Und, ja. Aufwand. Und dann führt es mich in solche, ne? In solche Ecken. Da habe ich jetzt gerade auf den Chat geguckt. Oh Mann. Ich meine, klar, man könnte hier auch super safe fahren. Was das Ganze angeht. Und zwar immer nur so an Wänden vorbeifliegen. Aber das ist ja langweilig, ja, ne? Und selbst das kann man verkacken. Selbst das schaffe ich zu verkacken. Das wiederum, ne? Das wäre mega awesome geworden. Also ich glaube, wenn in dem Spiel jetzt noch so ein paar Features hier, die das Fliegen noch zusätzlich belohnt würden, wenn es da noch tatsächlich so ein, zwei Sachen gäbe, ich glaube, das Spiel hätte richtig Potenzial. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Einfach flach auf den Boden geklatscht. Es ist basically ich, wenn ich auf unserem Minecraft-Server hier diesen Gleiter benutze mit Raketen. Nur, dass ich nicht in 1000 Stücke zerschelle, wenn ich irgendwo gegenknall. Aber wisst ihr, was für Black Mau, die Dings hier scheiße. Komm. Sturzflug. Sturzflug. Hi Gaudi. Mein guter Kumpel. Wir fliegen durch die Stadt. Was? Ich meine, stell dir mal vor, es würde jetzt echt noch so irgendwie Städte oder generell andere Landschaften geben. So Wasserfälle oder sowas in der. Nicht mit mir. Nicht heute. Oder wenn sie tatsächlich Musik hinzufügen würden und dann. Fuck you. Das war sogar richtig gut eigentlich. Aber ich habe bislang mein Jackpot noch nie wieder geknackt, ne? Ich möchte mal mit so einem krassen Stunt anfangen und dann eigentlich nur noch Chill-Zone-Gleiten machen. Hier ist mir zu neblig, komm. Wir verziehen uns. Das ist ein weites Gelände. Es fühlt sich auch richtig an wie so ein Gleiter. Also das haben sie schon richtig gemacht, muss man ja mal sagen. Es fühlt sich schon richtig gleitig an. Halt, dass du auch so Aufwind, Abwind etc. Dass das alles mit drin ist. Gehört alles zum Paket. Ching. Aber am Ende sollte man im Birdman-Modus immer etwas sicherer fliegen. Tue ich das? Of course not. Die meisten Unfälle passieren zu Hause. Ja, man will eigentlich selber fliegen können. Und dann realisiert man, scheiße, wenn wir fliegen könnten, dann hätte man uns Flügel gegeben.
und nicht Flugzeuge, wo Leute überteuerte Preise verlangen und dann ja trotzdem andauernd streiken. Wow. Mein Gefühl sagt mir, hier möchte ich nicht allzu lange sein. Ja, doch, das sieht hier... Fuck, zu weit. Ja, habe ich mir doch fast schon gedacht. Sturzflug und raus hier. Nehmen wir das Portal. Oh. Ja, das Schlimme ist, das hier erinnert mich sogar. Es gibt in Pilot Wings tatsächlich ja eine Map, wo tatsächlich ein bisschen so aussieht. So grau, wolkig, düster. Das war awesome. Das eigentlich auch. I'm dead. ja, die Leute in Dragon Ball, die schmeißen sich auch Energiekugeln um die Ohren. Von daher, natürlich können die auch fliegen. Stell dir mal vor, die könnten nicht fliegen. Dann kommt ein so ein Dragon Ball Dude daher, der fliegen kann und... Fuck yes, Mottjes. Und er kann fliegen und er ist total overpowered. Das ist wie in One Piece ein Charakter, der irgendwie Wasser benutzen kann. Das wäre auch total broken. Das hätte ich beinahe Jojimbo gesagt, aber heißt der Jimbei. Jimbo. Why didn't you dodge? Das ist eine gute Frage. I try. Ich versuch's. Alter, das hier sieht ein bisschen aus wie der Königsfelsen. Königsfelsen in fucked up. Alter. Das ist eine scheiß Birdman-Musik, ne? Diese verkackte... Wie lange spiele ich das jetzt schon? Jesus Christ, es ist... It's addicting. Fuck. It's addicting as fuck. Und das, obwohl man eigentlich nur durch die Gegend fliegt. Im Birdman-Modus. Man sieht auch so ein bisschen aus wie so ein Roblox-Dude. Ja, ich weiß, ich stream 48 Minuten nur fucking Minecraft, der Flugsimulator, aber... Wirklich, ohne Scheiß, spiel's mal selber. Es hat ein... Es ist echt weirdly addicting. Es ist echt weirdly addicting. Sehr, sehr merkwürdig, aber auch sehr gut irgendwie. Vor allem eigentlich ist es total easy, Highscores zu kriegen. Ne? Du musst es einfach immer nur von Portal zu Portal. Wäre zumindest der Plan. So wäre zumindest der Plan. Ich glaube, der jetzige Score ist gar nicht mal schlecht, den ich habe. Jetzt gehe ich aber wieder nach Risky Town. Na gut. Miau. Ich sag ja, das Spiel ist weirdly addicting. Es macht merkwürdig süchtig. Fast wie so ein Roguelike-Game, nur ohne wirklichen Sinn eigentlich. To be honest. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, hier will ich irgendwie nie irgendwo rein. Könnte böse enden. Das Spiel ist nice. Wenn du echt mal überlegst, für 3 Euro, es sieht fucking gut aus. Es spielt sich ziemlich gut. Okay, klar, es ist nicht viel. Es ist nicht viel dran. Es ist wirklich bare bones, the Videogame. Aber. Es. Ist schon ziemlich geil. Das Game, hier ist Game Feel echt groß, muss man jetzt mal sagen.
Ich bin ja so ein Sucker für Gamefield. Deswegen ist Attack on Titan bei mir auch so gut angekommen. Das Gamefeel ist an sich mega. Das Problem ist, wenn du das Spiel dir denn mal... Wow! Nein! Alter, wie habe ich eine Combo von 9000? How did I do that? Es muss da richtige Suchtis in diesem Spiel hier geben. Man muss schon Risky Business fliegen, sonst, kriegst du keine Punkte. Und du kannst natürlich auch Stunden durch die Gegend fliegen. Und diese Musik, ne? Die macht mich langsam müde. Aber ohne Musik, ein Spiel ohne Musik, da komme ich noch weniger drauf klar. Ja nur bei Attack on Titan jetzt nervt ist. Weißt du, ich kann hier den Scheiß noch nicht mal vorbestellen, aber manche YouTuber kriegen das Spiel schon zum Aufnehmen und alles. Und ich sitze da und denke mir, ja geil, darf ich es wenigstens vorbestellen und ich habe Probleme, mir Bits zu halen. Kannst du mir helfen? Da habe ich keine Ahnung von. Ich weiß nicht, wo das Problem, wie ich das beheben könnte. Das muss ja dann bei dir irgendwie was sein, weil das läuft ja alles über Twitch. Da musst du mal den Twitch-Support sonst anhauen. Aua. Das wäre jetzt meine einzige Vermutung. Einfach mal den Twitch-Support anprügeln. Weil, ja, es läuft ja letzten Endes alles über die. Okay, hier darfst du echt nirgendwo rein. Hier ist dangerous. Welcome to the danger zone. Oh, na das. Man kann sich mit A auch einfach resetten. Ja, toll. Das ist ja wunderbar. Gut, dass sie... Man kann es im Grunde mit einer Hand spielen dann. Weil der Rest macht nichts. Also die restlichen Schultertasten machen nichts. Die anderen Knöpfe tun auch nicht wirklich was. Irgendwie mit den Flügeln schlagen oder so in der Luft driften, was weiß ich. Ja, behalt die Punkte. Scheit. Nani? Boah, Joe Force, vielen Dank für die Bits. Sei am Ende ist hier wieder alles voller Kuchen. Alles klebt und alle denken sich, Alter, ich will duschen. Okay, ich mache auch nicht mehr lange, versprochen. Wir springen gleich über. I promise. I promise you this. Aber wie gesagt, es ist so merkwürdig süchtig machend. Wow! Nani? Hey Chili, danke für den Bit. Oh oh. Oh fuck. Man darf auch nicht zu weit hoch, sonst macht man einen Sturzflug. Ego Blast, vielen Dank für die Bits. Come on, das ist der Flug jetzt. Das ist der Flug, wo wir nochmal richtig derbe Punkte kriegen. Das ist der Flug, wo wir nochmal richtig derbe auf die Punktzahl hauen. Adventurer. Oh, 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 risky business! Oh fuck. I should be dead. Und Finger am Nut. Man will solche Risky-Manöver ja auch machen, ne? Okay, Sana, bis denn?
Boah, jetzt will ich aber wieder. Jetzt machen wir hier Risky Business. Risky Schnitzelnis. Das sieht dangerous aus. Der letzte Flug und wir fliegen einfach mal derbe unendlich. Wow. Vor allem die Renderdistanz funktioniert auch ziemlich gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das sieht echt nice aus. Alter, fahr weiter. Wir sind gut bei. Komm, neuer Highscore. We can beat this. Oh ja, risky. Risky business. Risky Snitzlis. Merry Christmas. Das ist ein Portal. Ja, oh. 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 Dem riskiest of businesses. The snitzliest of businesses. Das hätte mehr geben sollen dafür, dass das... Das war ein risky Manöver. It was so risky. Oh, wo ist der Twitch-Support? Musst du gucken. Mein Dude, da musst du gucken. Da muss es ja irgendwo einen Support geben, den du anschreiben kannst. Oh, come on. Come on. Nochmal richtig fett Punkte. Oh, ja, hier durch. Oh, yes. Oh, yes. Okay, und hier sind wir in Fucked Up Valley. Auch nicht schlecht. Und ich fliege genau da rein, wo natürlich... Oh, der Baum. Wie auch der Wind die ganze Zeit an einem fetzt. Das klingt so unglaublich cool. Das Weehawk noch nicht hier. Wahrscheinlich ist Weehawk Platz 1 auf der Rangliste. Das weiß noch keiner. Es ist unter seinem falschen Anonymus. RüdigerSenpai.net. Das muss doch jetzt mittlerweile ein neuer Highscore sein. Das muss doch jetzt mittlerweile ein neuer Highscore sein. Come on, risky business. Oh, oh! The riskiest of businesses. Das sieht hier irgendwie aus, als wäre das so eine Eislandschaft schon fast. Auf jeden Fall sieht es hier kalt aus. Das Schlimme ist, wenn du erstmal gut in dem Spiel wirst, get alive. Das Spiel hat mir gesagt, ich soll ein Leben bekommen. Ja, fuck you, Game. Wenn das Spiel dir sagt, get alive, dann hast du echt ein... Das ist echt ein Achievement fürs Leben. Alter. Jetzt ohne Scheiße. Das Spiel hat mir gerade in einem Achievement basically gesagt, ich soll ein Leben bekommen. Fuck you, Game. Don't tell me what to do. Wenn ich jetzt die restliche Zeit meines Lebens hier durch die Gegend fliegen will, dann fliege ich hier durch die Gegend und du wirst nichts dagegen tun können. Mein kleiner Boy. Und es gibt nichts, was ihr Mädels dagegen tun könntet. Alter, ich wreck gerade einfach die Punkte. Einfach der Highscore, er wreckt sich gerade selber. Oh, geschliffen. Den Flügel an der Wand geschabt. Es gibt natürlich, muss man auf Platz 1 der globalen Rangliste sein, ja. Aber mir sagen, ich hätte kein Leben. Weißt du, so der Typ, der es als erstes gespielt hat, der hat das bestimmt auch bekommen, das Achievement. And this is where I end. Wieso ist meine Best-Combo jetzt auf einmal nur noch 4 und mein Rang ist einfach im Keller? Finde ich aber nicht fair.
Meine Combo war vorhin 9000 irgendwas. Aber ja, doch. Ich bin 14.657. Damit kann ich durchaus leben. Seien wir ehrlich, es ist ein süßes Spiel. Es ist nicht viel dran, leider. Aber es ist süß. Es ist knuffig. Kann man so sagen, ja.